Um 6 Uhr früh geht's hier los. Das bereits in sechster Generation und seit 6 Jahren auch mit ihm, Klaus Wurmhöringer. Mit gerade einmal 20 Jahren war er der jüngste Braumeister Österreichs. Durchgehend Braumeister mit Leib und Seele. Die Brauerei Wurmhöringer, ein Familienbetrieb mitten im Innviertel, mit Sitz in Altheim. 50.000 Hektoliter Bier werden hier pro Jahr gebraut. Dass er einmal im Familienbetrieb arbeiten würde, das war für Klaus schon immer klar. Ja, ich habe durch das, dass ich eigentlich schon bei der Sache mit dem Vater eigentlich schon immer dabei gewesen bin, ist mir eigentlich das in die Wiege gelegt worden. Und das war eigentlich immer schon meine Berufung, unter anderem auch, dass ich Braumeister bin. Und somit halt ist im schnellsten Wege durchzogen. Geduld braucht's dann, wenn's ums Bier geht. 2 Monate reift es hier, bis es in der Anlage abgefüllt wird. Seit 1885 ist die Privatbrauerei im Familienbesitz der Wurmhöringers. Die Anlagen modern, die Rezepte traditionell, aber etwas angepasst. Der Braumeister überzeugt. Leidenschaft zum Produkt. Man soll gerne Bier trinken können und man soll da sein Handwerk verstehen bzw. auch wissen, von was man tut eigentlich mit dem Produkt. Spätestens bei einer Pause im Braugasthof Wurmhöringer wird das Produkt dann verkostet. Ich trinke lieber trinke aber auch gerne andere Biere, auch dass man mal einen Geschmacksvergleich hat, wie es schmeckt. Wie das Wurmhöringer schmeckt, davon können Sie sich nicht nur in der Bierregion Innviertel, sondern im gesamten Bundesland überzeugen.